Lilifee und der Drache ist eine andere Geschichte. Ich war im Promotion-Einsatz unterwegs, als mir eine Familie mit einem circa 7-jährigen Kind begegnete. Während einer Verkaufsberatung trug sich Folgendes zu. Die Familie, ich nenne es jetzt mal Hans, Emma das Kind und Marie die Mutter. Hans hatte Emma auf dem Arm. Mir fiel auf, dass das Kind besonders groß und schlank, feingliedrig war. Extremst weiß in der Ausstrahlung. Man kann fast sagen, es war wie so eine Bauchrednerpuppe, wo so langgliedrige Elemente hat. Fast leblos hing sie an ihrem Papa. Während des Gesprächs für den Verkauf ist mir Emma nicht aus dem Kopf gegangen. Immer wieder blieb ich an ihr hängen, als ich dann die Mutter fragte, ob ihr denn schlecht sei. Keine Antwort. Beim zweiten oder dritten Mal erhielt ich dann die Antwort: Ich glaube, ihr ist die Fahrt nicht gut bekommen. Ich habe nachgefragt, was denn los sei. Was denn auf der Fahrt gewesen sei. Ja, sie hat Lilifee und das Drachenfest angehört. Und seitdem ist sie so auffallend. Ich würde sagen, sie hat kaum noch Lebensenergie gehabt. Ihr Körper ist nahezu eingefroren. Deshalb auch diese extremst weiße Hautfarbe. Ich habe Marie nachgefragt, ob ich denn Emma anfassen dürfe. Sie fragte mich, wieso denn? Dann sagte ich ihr, ich könne solche Sachen eventuell ausleiten. Klar, hat sie geantwortet. Dann sage ich, nee, das muss Emma entscheiden. Denn hier ist für mich eine grundsätzliche und entscheidende Sache in meiner Arbeit. Bis maximal 6 Jahren dürfen die Eltern entscheiden, ob an ihren Kindern ich arbeiten darf. Danach hat dieses Kind zu entscheiden, ob sie möchte oder nicht. Dann sagte ich, nee, es muss Emma entscheiden. Dann sagt Marie, Emma, darf die Tante dich anfassen? Emma ganz zögerlich, wieso? Dann sagte ich, Emma, weißt du, ich kann den Drachen zu mir nehmen. Ja. Circa 30 Sekunden. Farbe kehrte in Emma ein. Die Mutter hat mich angeschaut. Ich habe auch die Mutter gespiegelt. Ich habe ihr erklärt, dass im Moment, als ich mit ihr gearbeitet habe, bei der Mutter, bei Marie, sich der Gesäßmuskel gezeigt hat. Die Anspannung, weil alles, was Anspannung betrifft, geht auf die Gesäßmuskel. Nicht umsonst gibt es den Ausspruch bei uns wortwörtlich Arschbacken zusammenkneifen und durch. Ja? Wir gehen auf Anspannung, wenn uns etwas ängstigt, uns panisch veranlagt. Und genau das hat sich bei der Mutter mitgespiegelt. Über die Epigenetik ist die Mutter und der Vater mit Emma verbunden. Somit habe ich an allen drei gearbeitet. Emma hat das Strahlen begonnen, hat Farbe bekommen. Wir haben in unserem Gespräch weitergemacht. Wir haben uns verabschiedet. Und circa 20 Minuten später kommt die Familie wieder an mir vorbei und sagt, woher weißt du das? Woher kannst du das?
Ich antwortete einfach, es ist meine Gabe. Und wenn ein Kind so schlecht ausschaut, kann ich nicht darüber hinwegsehen. Dann kann und darf und soll ich von der geistigen Welt aus auch anfragen, ob ich etwas tun darf. Ich muss es aber auch respektieren, wenn die Familie das nicht gewollt hätte. Meine Verantwortung habe ich übernommen, ich habe es angeboten und es ist dies entstanden und es war so ein wunderschönes Erlebnis, dass dieses Kind nach 20 Minuten laut Aussage der Mutter wieder die Alte ist, die ihren Vater neckt. Ist das nicht schön? Und das kann euch auch passieren. Ihr bekommt eine Diagnose, euch begegnet etwas, das euch ängstigt. Und für den anderen ist es ganz normal, denn Lilifee und der Drache ist einfach eine Kindergeschichte. Und trotzdem hat es einschlagende Ereignisse bei Emma. Und wenn es eben ist, dass du ein rotes Auto siehst, weil du einen schwerwiegenden Erlebnis hattest mit einem Todesfall, dann kann auch das bei dir das auslösen. Übersetze alle meine Geschichten in Varianten, die du eventuell erlebt hast, wenn du damit in Resonanz gehst. Arbeitsspektrum, das ich biete, persönlich, per Telefon und seit neuestem per Workshop über Zoom oder Einzelberatung über Zoom an. Wer mit mir arbeiten möchte und einen Termin benötigt, ist die einfachste und schnellste Variante, sich über WhatsApp oder über meine Homepage-Seite anzufragen. Ich benötige einen Termin. Der sollte so und so lang sein und dann werde ich mich schnellstmöglich bei euch melden. Bitte ruft nicht auf dem Festnetz an, da ich viel unterwegs bin, werdet ihr hier keine Antwort erhalten. Über die Termine, die sind sehr wohl über Festnetz oder über Handy möglich. Ansonsten biete ich Live-Workshops bei mir zu Hause an oder in der Zweigstelle in Kempten. Da für Personen, die von weiter her kommen, einfach eine Räumlichkeit, die ein Hotel mit sich bringt und besser zugänglich ist als an unserem Ort, sinnvoller. Auch in Kempten biete ich ab und an Live-Termine an. Das könnt ihr alles auf meiner Internetseite, auf meiner Homepage und seit neuem auch über Facebook verfolgen. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte und ruhige Zeit im Lockdown. Down und wünsche euch einen wunderschönen Sommer 2020. Bis bald, eure Helene.